Hallo zusammen, mein Name ist Wiebke Musal. Ich bin Mutter von drei Kindern und ich bin die familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Einigen dürfte bekannt sein, dass wir als AfD uns gegen Frühsexualisierung wenden. Ich finde das ganz wichtig, weil ich glaube, dass Kinder das Recht darauf haben, in Ruhe und ohne ideologische Beeinflussung aufwachsen zu dürfen, quasi als Kind auch Kind sein zu dürfen. In meinen Reden thematisiere ich immer mal ein Buch und wurde jetzt gefragt, ob ich das nicht auch mal im Internet vorstellen kann. Und das möchte ich gerne tun. Es handelt sich um dieses Buch hier. Das ist, wie man sieht, ein Janosch-Buch. Janosch wird dem einen oder anderen gut bekannt sein. Ich vermute auch positiv bekannt sein. Post für den Tiger beispielsweise. Ich lese die Bücher mit meinen Kindern normalerweise immer sehr gerne. Dieses Buch würde ich mit meinen Kindern nicht lesen. Und ich greife da jetzt einfach mal zwei Seiten raus und zeige Ihnen die und zitiere draus. Dieses hier ist die erste Seite. Ich hoffe, das sieht man so gut. Und das Bild haben Sie gesehen, ich lese jetzt einfach mal. Ach, rief schon wieder Tütü. Und was macht dabei die Frau, Herr Schröder? Das machen Sie so. Wenn die Frau Lust bekommt, sagt sie zu ihrem Mann: Ach Walter, ich liebe dich, küss mich doch mal, hast du Lust dazu? Dann küsst der Mann die Frau, denn dazu hat er fast immer Lust und sie legen sich ins Bett oder auf die Wiese oder wohin sie wollen. Meistens ziehen sich die Menschen dabei aus und umarmen sich wie die Schlingpflanzen im Wald. Wie gesagt, dieses Bild und dann kommt die nächste Seite. Das beherbergt dieses Bild. Und es geht weiter. Manchmal legt sich der Vater oben auf die Mutter und manchmal die Mutter oben auf den Vater. Und manche machen es wie wir, wie die Mäuse. Vorn ist die Mutter und hinten der Vater. In der letzten Reihe umarmte gerade Tütü Didi Neumann wie eine Schlingpflanze und küsste ihn schon wieder auf den Mund. Dann steckt der Vater seinen Piller. Oh, rief Leopold, das tut unser Vater auch, steckt ihn in Mutters Puschel. Das heißt Vagina, sagte Lehrer Schröder und spritzt seinen Samen in die Mutter. So viel dazu, meine Damen und Herren, das ist ein Buch, was an Thüringer Grundschulen verwendet werden darf. Ich bin nicht der Meinung, dass dieses Buch kindgerecht ist, dass es für Kinder geeignet ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass eigentlich jedem, der nicht pädophil ist, schlecht dabei wird. Ich lade Sie jedenfalls herzlich dazu ein, sich einfach mal zu informieren, ob dieses Buch an Ihren Schulen, bei Ihren Kindern eingesetzt wird, hier in Thüringen im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts. Ich finde es unmöglich. Ich lade Sie auch ein, dass Sie auf meiner Facebook-Seite im Kommentarbereich mir Ihre Meinung dazu schreiben. Und ich verspreche Ihnen, dass ich als Mutter, ich als Abgeordnete alles daran setzen werde, dass dieses Buch nicht mehr Teil des Unterrichts ist.